Ja, gleich. Gucken, wo du bist. In der Runde musst du ein Haus halten. Ich bin echt bitter. Das ist echt bitter, was ich mache. Und jetzt fängt an zu regnen. Das ist so ein Scheißrennen. 18 Runden. Ich danke dich voll. Gucken, was das wird mit Felix Acosta. So, wo ist er? Nee, das wäre scheiße. Das ist nicht genug Abstand. War ich ihm voll danke. Box, siehst Lab. Siehst Lappe. Getriebe. Blaue Flagge, ja, mir wurscht. Das ist, ey, das ist ein Rennen, also da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist ja. Hier muss man so aufpassen. So, 1, 2, 3 Mann gehen vor der Costa in die Box, aber die bleiben nicht lang genug in der Box. Ich weiß auch nicht, was sie getankt haben, wie viel die noch drin haben im Tank. Das ist das Problem. Weil die geben alle Vollgas. Das, was ich das Rennen kein einziges Mal gemacht habe. Außer mit dem Heidfeld einmal. Und ich weiß, dass der Costa vielleicht nochmal in die Box muss. Sie muss ziemlich sicher nochmal in die Box. Komm, jetzt kannst du alles, was du vorher nicht machen durftest, darfst du jetzt machen. Zustand. Ist alles noch in Ordnung. Was? Nein, nicht Box. Heidfeld versuche ich ins Ziel zu bekommen. Aber wird vielleicht auch nicht so gut möglich sein. Ich runde mich zurück. Ich runde mich zurück. Ist das möglich? Krass. Er geht an die Box, oder? Nee. Ich runde mich zurück. Krass, 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 krass. Zurückgerundet. Ist das geil. Holen wir auf. Etwas. Geh dann nochmal in die Box. Das auf alle Fälle. Muss man wissen, wann. Der fährt ja so viel schneller. Der fährt ja in den, auf den Intermediates fährt der. Da kostet er so viel schneller. Also das ist krass. Schade, dass es bloß bis Platz 5 Punkte gibt. Abbrechen, gucken. Ja.
Bleiben der Runde an die Box. Frische Reifen. Ich muss bloß noch 6 Runden. Du fährst durch. So, Heidfeld ist egal. Egal, egal. Sutil überhole ich noch. Okay. Safety Car, ich hab ge. Ignorieren. Box. So, mal gucken, was sie noch rausholen können jetzt. Nach der Safety Car Phase. Wo ist das Safety Car eigentlich? Das ist ganz weit vorne. Das hat nichts gebracht. Ausgeschieden. Piquet Junior ist ausgeschieden. Das war so eine Chance gewesen. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Ist das geil. Jetzt nur nicht verpennen hinter uns, die Reste hat Probleme, mechanische. Alter, jetzt sind wir dran. Ist das geil. Ist das geil. Noch zwei, drei Runden. Oh Mann. Oh Backe. Oh. Zustand. Ist okay. Zustand. Fuck, du musst aufpassen. Komm, vielleicht schafft er das noch. Oh! Wer ist ausgeschieden? Piquet Junior ist das. Alter. Ausgeschieden, ausgeschieden, ausgeschieden. Was ist da los? Das sind die ganzen Überrundeten. Ich dachte, das ist das ganze Feld. Mann. So, gleich letzte Runde. Für uns alle. Schade, dass das nicht mehr wird. Komm, ich überhole den doch noch. Wenigstens den Kvyat, das ist gut für. Fürs Selbstvertrauen, würde ich schon sagen. Und dann kommt diese blöde gelb-blaue Flagge, das ist doch arschlos. 13. Platz ist okay. Ja, für Ericsson. Ah, schade. Oh, aber ausgeschieden, ausgeschieden. Paffett und Piquet Junior. Fuck, das war ein schöner Rauchschwaden da hinten raus. Ich würde sagen, fürs erste Rennen ist es ganz okay. Leider kein Bug im Spiel. Wäre nur wünschenswert gewesen. Echt schade. Das ist schon eigentlich geil. So, gute Boxenstrategie beim Blotterer war halt. Ja, da war irgendwas falsch im Team. Die wollten ihm ständig Softs geben. Und da hat Gock keine Softs gebraucht. Also 8 Plätze vor und 3 Plätze vor. Immerhin Zielvorgabe erreicht, die Hälfte. Auf Platz 8 hätte man doch 10 machen können, aber na, ja. In der Mitte zu bleiben. Wir können in ein paar Jahren können wir angreifen. Wenn wir jetzt schon anfangen, wir fangen jetzt schon an zu sparen. Schön. Wissen ja, was man so ungefähr braucht für ein gutes Auto. Oder für ein besseres Auto.
Vergessen Sie nicht, neue Fahrzeugteile zu entwickeln. Die Werte des Fahrzeugs haben einen großen Einfluss auf die Leistung am Rennwochenende. Ja, ist klar. Ich spiele das Spiel jetzt keine 2 Stunden, sondern ich spiele das halt schon länger. Ich suche die. Das ist dann immer. Fahrerform ist in Ordnung. Hat sich nicht verbessert oder verschlechtert oder doch Kurvenverhalten und die Fitness. Mann! Steig um 1. Marktfähigkeit ist wieder gestiegen. Wir haben wieder unsere 11 Millionen. Raikön gewinnt das erste Rennen vor Ricciardo, vor Vettel. Red Bull aktuell Zweiter, wer ist ausgeschieden? Bottas. Ja, bis Platz 5 halt nur Punkte. Und da hat Sauber halt schon. Nur die werden wohl wieder aufsteigen, wenn sie so weitermachen. Oh, Ed Jones, oh ja, Lotus Racing, die geben Gas. Aros Tyrrell, Mike Rockenfeller geholt und Rosita war, glaube ich, schon. Aros Grand Prix International. Die sind, glaube ich, auch neu, oder? Nee, die waren, glaube ich, schon. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin froh, dass ich da draus bin. Muss ich mir keine so vielen Teams merken. So, machen wir noch hier ein paar Angelegenheiten. Bis zum Boxenmannschaft mal schauen. War kein Fehler. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Den kann man so einstellen. Den hier Reifen und nachtanken. So, Nachrichten. Update zum Antwort annehmen. Das sind die ihre Bremsen. So, er soll die Klappe halten, der Typ. Boxenmannschaft. Jo. Für Ericsson, wie lange noch? Ein Tag. Sind beschäftigt aktuell. So, fertig. Der Entwicklung. So, neues Teil entwickeln. Frontflügel. Zuverlässigkeit minus 10, was ist das? Teil bauen. Sind immer noch beschäftigt. Jetzt nicht mehr. Fahrzeugreparatur sind beendet. Teile verbessern. Ich will erstmal das hier fertig kriegen. Zwei Silikon im Motorsport 85 bei 90 hole ich die raus. Aha. Wurscht. Interessiert mich nicht. Perfekt. So, eine Nachricht, eine wichtige bestimmt. Dilemma, Antonio Felix da Costa hat Geburtstag. Der braucht ein bisschen Moral, braucht er. Der wird sich bestimmt gefreut haben. So, das Rennen von Peking.
Erweiterung, Entwicklungskonzept, blabli blub. Mir wascht. Mir wascht. 4 Tage nach dem Rennen. Du kannst raus. Das können wir da schon mal reinhauen. Die Heckflügel. Rennveranstaltung wird durchgeführt. Der kommt 2 Stunden gefahren. Da ist es bestimmt wieder 1% mehr. Oh, Raikön gewinnt schon wieder. Gute Form, der Typ. Wir haben ihn wieder vor dem Viertel. Man könnte meinen, ich habe meinen Lieblingsfahrer. 21, 22, 23, 24. So. Raus, 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 raus. Innentriebe. So. Frontflügelentwicklung. Bremsen, was willst du mit dem Bremsen schon wieder? Ja, ich weiß, dass wir den nicht hoffen müssen. Mensch, Junge. 2% noch. Kann raus. Kommt rein. 25 Tage nach dem Rennen. So. So, weiter. Ja, weiter. So, man reist einen Tag eher nach Tandela. So, das soll es nun erstmal gewesen sein. Wir entwickeln nochmal. Jo, wir machen aber erstmal, glaube ich, Getriebe. Das ist, glaube ich, wichtiger. Beschleunigung komplett plus 20. Da haben wir auf 65. Beschleunigung plus Zuverlässigkeit plus 10. Ach, wir würden schon die Zuverlässigkeit haben. Das können wir uns selber machen. So, das soll es nun erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei den ganzen Folgen. Ich hoffe, ihr habt weiter Bock auf das Let's Play. Mir macht Spaß, auch wenn ich nicht so viel rede, sondern immer ein bisschen mehr hier mich damit beschäftige. Danke ich mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.